Dieses Video ist jetzt an alle gewidmet, die schon seit Jahren an sich arbeiten und das Gefühl haben, sie drehen sich im Kreis, weil gewisse Situationen sich dann doch nochmal wiederholen. Es ist nicht deine Aufgabe, generationslanges Trauma aufzulösen. Du bist mittendrin. Du tust schon dein Bestes. Dass du achtsam bist, dass du in dich reinfühlst, dass du aufmerksam bist, deine Reaktionen zu beobachten, Wege findest, dich zu regulieren, bist du schon sehr weit. Das Problem ist, dass viele Angst haben, weil sie wissen, dass wenn sie es nicht lösen, die Kinder es noch mitbekommen. Und so versuchen sie weiter krampfhaft an sich zu arbeiten, was wiederum traumatisierend, rückwirkend auf dich wirkt, weil es dich mit Schuld und Scham mehr belastet, nicht gut genug zu sein. Also mach dich nicht fertig, wenn du immer es noch nicht geschafft hast, dein Problem zu lösen. Also Eheproblem, keine Grenzen setzen, was auch immer du für ein Problem in deinem Alltag hast. Versuche anzukommen und dieses Leben, so gut es geht, so zu genießen, dass du sagst, ich laufe in diesem Leben gerade von der Geburt Richtung Friedhof und in dieser Zwischenzeit, was man Leben nennt, gebe ich einfach mein Bestes, hier zu sein, anzukommen und zu akzeptieren, dass es einfach so ist, wie es ist. Ich weiß, das ist schwierig, weil wir wollen immer eine Lösung, wir wollen immer, dass alles gut läuft, wir wollen immer ein Happy End und es soll jetzt sich auflösen. Aber manchmal ist das Leben einfach nicht so. Dann löst sich gerade einfach nichts auf. Kannst du einen Weg finden, da das für dich zu akzeptieren, dich zu umarmen, dich zu lieben und auch anzuerkennen, dass deine Generation hinter dir, deine Vorfahren, total liebend zu dir schauen und denken, oh Gott, die kämpft sich gerade da durch diese Wellen. Und wenn sie einfach nur loslassen würde und ja, dann wird sie einfach von den Wellen getragen. In eine Richtung, wo du es vielleicht nicht weißt, aber in der Regel in die Richtung, wo es angenehm ist. Ich umarme dich ganz fest, wünsche dir alles Liebe und bis bald zu einem der nächsten Videos.